Womit wir es hier zu tun haben, ist möglicherweise ein Weltkrieg. Unser angeblich so naiver Feind hat erkannt, dass wir ein leichtes Ziel abgeben. Die Welt ist sehr viel leichter zu zerstören, als Sie vielleicht denken. Ed Hoffman ist der Leiter der Abteilung. Aber er weiß gar nichts, bis er den Kerl vor Ort gefragt hat. Und das bin ich. Tagesablauf. Wagen stoppen, schießen. Keine Gefangenen, alle sterben. So wie jeden Tag. Genau. Wir zoomen ran. Hallo, mein kleiner Freund. Legen Sie auf. Sind Sie das? Ja. Sie erregen Aufmerksamkeit. Ich mach das jetzt auf meine Art. Ed, es ist erst 6 Uhr morgens. Ich rette die Zivilisation, Schatz. Sie müssen mir nur vertrauen. Verdammt, wie soll ich einen Auftrag erledigen, wenn Sie nebenbei noch eine Operation durchziehen? Ups. Was zum Teufel verschweigen Sie mir noch? Sie wissen, dass wir im Krieg sind, oder? Unsere Feinde wollen nicht verhandeln. Tödliche Anschläge in Amsterdam, London und anderen Städten Europas. Ich muss im Moment vertrauen, wem ich nur kann. Ich weiß Bescheid, mein Freund. Sie arbeiten für die CIA. Sie sind aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen? Dann hätten Sie ein Team herschicken müssen. Haben Sie aber nicht, oder? Wie auch immer. Kann es sein, dass Sie auf beiden Seiten spielen? Ich habe getan, was nötig war. Sie sind so machtgierig. Aha. Kommen Sie zur Sache. Ich steig aus. Sie wissen, was das heißt, wenn Sie mich hängen lassen. Was heißt das denn? Die Welt ist gefährlich, mein Freund. Der Mann, der niemals lebte.